Viel zu oft werden Motorräder von Autofahrern übersehen, was teils zu schwerwiegenden Unfällen führt. Da wäre es zu schön, wenn gemäß des Credos "Loud Pipes Saves Lives" ein lauter Auspuff ein Zugewinn an Sicherheit für uns Motorradfahrer wäre. Ob das so ist, hat jetzt eine Studie untersucht und das Ergebnis besprechen wir in diesem Video. Deswegen jetzt viel Spaß dabei. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute ganz herzlich auf dem Kanal von HelmExpress begrüßen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und um eine Kleinigkeit möchte ich euch noch bitten, bewertet das Video jetzt schon mal positiv und schreibt hier unten einen Kommentar, damit wir gemeinsam den YouTube-Algorithmus besiegen können. Da brauche ich eure Hilfe einfach. Und zum eigentlichen Video. Denn nach den ganzen Diskussionen letztes Jahr, wir haben es alle mitbekommen, Motorräder sind alle zu laut und schaut euch mal die Lärmbelästigung an, die durch Motorräder verursacht wird. Trotz dessen glauben viele von uns noch an ein Credo, ein altbewährtes Credo, dass nämlich ein lauter Auspuff ein Zugewinn an Sicherheit ist für uns Motorradfahrer. Zudem machen sie einfach Spaß, aber ganz losgelöst davon sollte es doch eigentlich ein Zugewinn an Sicherheit sein. Das ergibt doch eigentlich schon die Logik, oder? Denn jetzt gibt es, ich weiß nicht, ob die erste, aber die erste, auf jeden Fall weit verbreitete Studie dazu, ob das wirklich so ist. Und zwar hat sich die rumänische Pro-Motorrad-Vereinigung zusammengetan mit der Hochschule Bukarest. Die haben gemeinsam einen Versuchsaufbau gemacht, indem sie geschaut haben, ab welchem Zeitpunkt ein Autofahrer in seinem Auto ein Motorrad hört. Und zwar hat man das im Stand gemessen aufgrund der besseren Umsetzbarkeit des Versuchsaufbaus. Und die Parameter, die möchte ich euch kurz erklären. Denn wir haben hier einmal das Auto und hier einmal das Motorrad. Und zwar haben wir einen Abstand von 15 Metern, was der Mindestabstand zwischen zwei Verkehrsteilnehmern innerhalb einer geschlossenen Ortschaft ist. Und wir haben 10 Meter. Und wir haben einmal, dass sich das Hinterrad des Autos auf Höhe des Vorderrads des Motorrads befindet, wie es zum Beispiel bei einem Überholmanöver der Fall wäre. Was sind jetzt also die weiteren Rahmenbedingungen des Versuchsaufbaus? Wir haben einmal das Auto, was bei einer Drehzahl von 2.500 bis 3.000 Umdrehungen gehalten wird. Und zudem ist das Radio auf 20 Dezibel eingestellt. Ich persönlich werde das mit Sicherheit nicht erreichen, denn Musik höre ich tendenziell lauter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber man hat als Annahme getroffen, Radio auf 20 Dezibel und das Motorrad hingegen, das wird jetzt nicht irgendwie bei 3.000 bis 6.000 Umdrehungen gehalten, sondern das wird in den Begrenzer gedreht. Die haben wirklich das Motorrad für den Versuchsausbau in den Begrenzer gerissen und das ist natürlich in meinen Augen nicht praxisnah. Zudem, aufgrund dessen, dass es im Stand durchgeführt wird, wir haben kein Abrollgeräusch durch die Reifen, wir haben kein Windgeräusch, all das wird nicht berücksichtigt. Wir haben hier in diesem Versuchsaufbau also das reine Motorengeräusch von Auto und Motorrad. Zudem muss man sagen, wir haben natürlich nicht die exakt gleichen Auspuffanlagen und generell Rahmenbedingungen für Geräusche, die ein Motorrad ausstoßen darf in Rumänien und in Deutschland. Dennoch ist es eine sehr gute näherungsweise Lösung. Und jetzt könnt ihr euren Tipp abgeben, ab wann der Autofahrer im Inneren des Autos, natürlich repräsentiert durch Dezibelmesser, ein Motorrad hören würde. Hört er es schon bei einem Abstand von 15 Metern, erst ab 10 Metern oder vielleicht bei geringerem Abstand oder vielleicht sogar erst beim Überholmanöver? Habt ihr euren Kommentar geschrieben? Denn wir gehen jetzt direkt zur Lösung. Bei einem Abstand von 15 Metern hört ein Autofahrer nichts von einem Motorrad. Nichts. Erst bei einem Abstand von weniger als 10 Metern hat ein Autofahrer eine Chance, das Motorrad zu hören. Und man muss dabei bedenken, der ist im Begrenzer. Dabei dringen zunächst einmal niedrigfrequente Geräusche in das Innere des Autos vor. Das heißt also sehr tiefe Geräusche. Und Problem dabei ist, dass wir als Menschen ein Problem haben, das zu identifizieren, zu isolieren und auch zu verstehen, was da jetzt gerade abgeht. Das heißt also, bei 10 Metern, 9 Metern, 8 Metern, so um den Dreh, genau wird es leider nicht beschrieben, hört der Autofahrer vielleicht schon ein bisschen, aber kann es vielleicht noch nicht richtig zuordnen, kann es nicht isolieren, wo das jetzt wegkommt. Erst bei einem geringeren Abstand bis hin, wo wir wirklich mit dem Vorderrad auf der Höhe des Hinterrads des Autos sind, da kann ein Autofahrer den Motorradfahrer hören. Für das Abbrechen eines Überhol- bzw. Abbiegemanövers ist es natürlich dann schon längst zu spät. Fazit des Ganzen ist also, dass ein lauter Auspuff nicht wirklich Leben rettet. Bei eingehaltenem Mindestabstand hat ein Autofahrer keine Chance, uns zu hören. Wir müssen also weiterhin darauf setzen, dass wir optisch auffallen durch auffällige Kleidung. Das muss nicht immer der neongelbe Helm und die Warnweste sein, sondern einfach eine grelle Kombi, ein greller Helm, ein geiles buntes Motorrad. Das hilft uns da eher weiter. Und wir müssen uns einfach sichtbar machen. Wir müssen uns so positionieren, dass uns ein Autofahrer überhaupt sehen kann. Nämlich so, dass man uns im Spiegel sehen kann. Und ein Tipp,
den unser Fahrlehrer uns damals gegeben hat, ist, dass wenn ihr den Fahrer ins Gesicht gucken könnt, des Autos oder auch anderer Fahrzeuge, dann könnt ihr sicher sein, dass er euch auch sehen kann. Ob er dann hinguckt, ist immer was anderes. Aber man hat, wenn man ihn selbst sieht, ja auch ein Gefühl dafür, ob man gesehen wird. Und darauf sollten wir unbedingt achten, denn wie gesagt, der Auspuff rettet uns nicht zwangsläufig. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte jetzt spätestens positiv bewerten. Hier ist ein für dich ausgewähltes, nein, hier ist unser Kanal. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren. Und hier ist ein für dich ausgewähltes Video. Und ja, wir sehen uns hier dienstags, donnerstags und sonntags zu neuen Videos. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir auch eine gute Motorradsaison, die ja jetzt bald hoffentlich vor der Tür steht. Und dann sehen wir uns hier regelmäßig wieder. Bis dahin. Ciao. Was bei 2.500 bis 3.000 Kilometern Auto 2.500 bis 3.000 Umdrehungen und Ratio? Denn die Untersuchung hat gegeben,